Daniel, heute ein Dreier gegen den SC Verl. Du hast mit einem Treffer den Sieg eingeleitet. Wie glücklich bist du darüber? Ja, in so einem Spiel denke ich mal, ist immer wichtig, ein 1-0 zu machen. Sind Standardsituationen immer wichtig, das haben wir vor dem Spiel schon gesagt. Und deswegen war das ein schönes Gefühl, mal wieder ein Tor zu machen. Wir haben ein paar vorgenommen. Jetzt werden es ein paar mehr. Mal schauen, wie viel es noch werden. Aber so Standardsituationen, da sind wir Innenverteidiger mal vorne. Und ja, schön mal wieder getroffen zu haben. Okay, man hatte das Gefühl, in der ersten Halbzeit habt ihr euch relativ schwer getan? Ja, wir haben halt versucht, halt eine Reihe zu überspielen und dann unsere Männer in den Halbpositionen in Position zu bringen. Aber das war halt dann doch auf dem Platz etwas schwer und ja, haben uns dann schwer getan, auch die Räume zu nutzen. Haben wir das in der zweiten Halbzeit umgestellt und der Tim hat das ja vorne sehr, sehr ordentlich gemacht und hat uns dann die Bälle festgemacht und dann ist uns das auch leichter gefallen, wenn wir da ein paar Meter mit dem hohen Ball überbrücken konnten und dann vorne versucht haben, Fußball zu spielen und die Räume da zu nutzen. Okay, Verl war jetzt ein direkter Tabellennachbar, von dem habt ihr euch jetzt ein bisschen Platz verschafft. Trotzdem ist es nach oben noch relativ weit, was die Punkte angeht. Welche Chancen rechnet ihr euch noch aus? Ja, wir müssen gucken. Das ist immer schwer. Wir haben in der Hinrunde auch schon 10 oder 12 Punkte Vorsprung gehabt vor Gladbach oder vor Essen auch. Und die haben es auch geschafft, auf einmal wieder 6 oder 7 Punkte vor uns zu stehen. Von daher müssen wir halt gucken, dass wenn jemand von oben, der punktemäßig vor uns steht, eine Schwächephase zeigt oder Punkte liegen lässt, dann muss man als Verfolger halt da sein. Und das haben wir uns jetzt vorgenommen und darauf arbeiten wir jetzt auch die Wochen hin. Okay, am Freitag geht's gegen Siegen. Dafür ganz viel Erfolg. Dankeschön.